Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vernasche die Welt! Welt Unboxing! Wieder hier. Letztes Mal die April Special Box. Es gab ja eine normale April Box und dann die Special Box. Da könnt ihr auch gerne noch reingucken. Irgendwo auf diesem Kanal wird es das geben. Und diesmal haben wir die Vernasche die Welt Snackbox Mai. So, wir schauen mal rein. Ich habe auch guten Appetit, nachdem ich heute so 12,1 Kilometer insgesamt gelaufen war. So, oh, es ist wieder eine, es ist auch an sich eine Special Box hier im Mai. Special Box 3. Verschiedene Länder heißt das also. Ich gucke da jetzt erstmal nicht rein. Wir gucken rein, was gibt es an Süßigkeiten. Es ist vollgepackt bis oben hin, sehe ich gerade. So, wir haben erstmal, was ist das denn? Hot and Spicy Mighty Munch. So, Chips. Hier, schaut da. Wenn es nicht spiegelt, sieht man es noch besser. Hier sieht man schon so ein bisschen, was das genau ist. Also es sind so Füße. Ich glaube, die Fußabdrücke. Hm. Oh, okay, es riecht schon scharf. Hier für euch. Ist ein bisschen zermatschelt. Guck mal, ob ich irgendwo ein komplettes Funktionsfähig... Irgendwo was, was noch... Ein ganze. Na, das sieht fast noch ganz aus, ne? Na, halbwegs. Mhm. Mhm. Die sind lecker. Die sind lecker. Sehr lecker. Das sind so Flavor Maze. Und Potato Snacks, also so ein bisschen Mais und Kartoffel. Schmeckt auch so nach einer Mischung. Sind sehr lecker. Und ich glaube, gut, die werden über Dauer ein bisschen schärfer, aber es ist nicht so eine extrem harte Schärfe, sage ich mal. Von daher geht das alles noch. So, oh. Ich sehe hier schon interessante Sachen allgemein. Hier haben wir noch mal was von Taito. Hier wieder Chips, Bacon Flavor. So ein Gitternetz mäßig. Ich glaube, die haben auch ein bisschen gelitten. Keine Ahnung, mal gucken. Ich finde das cool. Ich sehe bisher viele Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Das macht mich gerade glücklich, so von den Sorten. Oh ja, die haben gelitten. Die haben beim Transport leicht gelitten. Ich glaube, hier ist keins mehr in Gänze. Normal, ne. Also hier. Mmh. Geil. Mmh. Mmh. Hier ist noch ein... Mmh. Oh, sie sind geil. Einer, der halbwegs in Ordnung ist. Bacon Flavor. Mmh. Mmh. Es ist halt dieser Chips-Bacon-Flavor. Chips-Bacon-Geschmack. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gegessen habt. Es gibt ja auch in Deutschland so diese... Wie würden die beschreiben? Haben so ein bisschen was von, sage ich mal... Wenn ihr jetzt nur dieses Ding hier nutzt, seht, da ist so die Hälfte von so in der Formartigkeit, keine Ahnung. Und halt so Bacon-mäßig. Sehr, sehr lecker. Also Taito, die Chips, finde ich echt gut. Gefällt mir. Ich habe hier einen Pickel. Hallo Pickel. Egal. So, dann haben wir etwas von Nestle. Milky Bar Mix-Ups. Okay, das sieht interessant aus. Das sieht lecker aus. Hier, schaut mal. Milky Bar Mix-Ups. Ist auch wieder verschließbar. Oder? Ne, eigentlich nicht. Es wirkte nur kurz so. Es hat aber hier nur an einer Ecke so ein bisschen dieses Gerillte, wo man aufreißen soll. Das klappt dann auch irgendwann. Es sind verschiedene Sorten. Also einmal dunkel, einmal hell. Hier. Schön wieder Ding da drüber gelobt. So, ich nehme jetzt mal jeweils eins. Übrigens,
Sechs Stück davon haben 81 Kalorien. Hier sind ganz schön viele Dinger drin. Ach du Scheiße. Ich habe Hunger. Ich bin gelaufen. Alles gut. So, hier seht ihr sie. Das hier hat ein bisschen was vom Weißen abgekriegt. Deswegen sieht es so aus. Mhm. Lecker. Überraschung. Hm? Sie erinnern mich an irgendwas. Aber ich weiß gerade nicht an was. Es ist dieser milchige Nestle-Geschmack. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann. Milchiger Nestle-Geschmack. Verständlich? Ja, halbwegs, oder? Na komm, kennt ihr doch. Wenn nicht, ist gut, dann habt ihr kein Nestle gegessen, oder nicht das. Hier ist ganz schön viel drin. Oh Gott, ganz schön viel Schokolade. Okay, das ist keine Schokolade. Das sind Lacasitos White. Hier. Keine Ahnung. So, Dinger. Dingsbums. Riecht nach weißer Schokolade. Ja. Beziehungsweise jetzt noch. Ich will keins, was angedutscht ist. Steht auch Lacasitos drauf, wenn man es erkennt. Na, ja, nicht wirklich. Hm? Gut, dass ich das Eis gekühlt hatte im Kühlschrank. Das hat was von Smarties mit weißer Schokolade drin. Lecker. Echt lecker. Schmeckt echt gut. Und ja, dadurch, dass es jetzt gekühlt ist, hat noch die schönen. Es ist auch eine gute weiße Schokolade. Es gibt ja immer so weiße Schokoladen, die schmecken so. Nee. Und dann gibt es weiße Schokoladen, die schmecken gut. Und das ist eine, die gut schmeckt, finde ich. So. Geh mal doch hier mit weiß. Ach du Scheiße, was hier das drin ist. Malteser Teasers. Kennt ihr vielleicht die Malteser-Dinger hier? Diese poppelnden Dinger da drin. Das ist eine ganze Schokoladentafel. Mit 100 Gramm. Oh Gott. So. Das kann man abnehmen. Dann haben wir hier das noch leicht eingepackt. Und dann seht ihr schon die Schokolade hier. Ja, und die ist in der Mitte zerbrochen. Also hier, so sieht es hier von der anderen Seite aus. Weißt du was? Wer Malteser schon mal gegessen hat, gute Milchschokolade, leckere Milchschokolade mit den Crispert da drin, die hier, sage ich mal, echt gut vertreten sind. Das sieht man ja. Finde ich echt gut. Schmeckt sehr lecker. Ja, lecker. Punkt. Cadbury. Ich liebe ja Cadbury. Double Decker. Die kenne ich gar nicht. Hat so ein bisschen was, weiß ich nicht, von Milky Way in Kombination mit Snickers? Keine Ahnung. The Double Filling Bar. So, natürlich sind die nochmal alle einzeln verpackt, das ist okay. Hier Double Decker. Übrigens, ich will doch immer meinen Kalorien-Support machen. Kalorien-Support. 4x40 Gramm. Ein Bar hat 185 Kalorien. So. Und 100 Gramm haben 464 Kalorien. Übrigens, die Chips haben... Das Tütchen hier hat 124 Kalorien.
Das Tütchen hat 126 Kalorien. Und die Dinger hier. Oh Gott. Haben 500 Kalorien auf 100 Gramm. Und hier drin sind 150 Gramm. Geil. So. Wo war ich? Hier war ich. Macht ihr die eigentlich auch immer so auf? Also hier immer so leicht. Erstmal so. So. Erstmal. Bäh. Wenn es so ist, erstmal so. Und dann so hier, dass auch die beiden Seiten an der Seite. Die beiden Seiten an der Seite aufgehen. Ich mache das meistens so. So, jetzt haben wir hier den Riegel. Da guckt schon was, das Weiße guckt schon raus. Mm. Mhm. Mm. 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 Mhm. 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 Mmh. 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 Geil. Das da oben drauf, was ihr seht, das ist nicht so was Weiches wie bei Milky Way, das ist Chewy Nougat, Nougat, also so eher klebriger Nougat, aber sehr, sehr lecker. Und crunchy Cerealien da drin, oh, das ist sau lecker. Schmeckt echt gut. Vor allem hat man da was länger von diesem. Ich finde, Milky Way kann man immer so. Ist es weg. Weil. Man kaut da nicht so lange drauf rum. Da kaut man was länger drauf rum. Das ist lecker. Und dieses Gefühl, wenn man reinbeißt, manchmal gibt es so Riegel, wenn man reinbeißt, merkt man schon so richtig, dass die lecker sind. Und das ist so einer. So, wir haben hier sogar noch zwei Sachen. Das ist unglaublich. Ach du Scheiße. McWitties. Pick up Penguin. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Wirkt aber wieder. Each Bar contains 130 Kalorien. Mal gucken, was das genau für Bars sind. Ich bin gespannt. Sind auf jeden Fall einige Bars drin. Sind 1, 2, 3, 4. Achso, es sind 6 Stück drin. Ich könnte auch lesen. Das wäre einfacher. So. Sieht folgendermaßen aus. Erstmal von außen. Dann schauen wir mal rein. Hat was, wirkt erstmal wie so ein Keks in Schokolade, würde ich mal tippen. So vom Gefühl. Kann man das schon fühlen, sowas? Ich weiß es nicht. Also in Schokolade habe ich ja schon mal recht. Hier. Sieht aus, als wäre da so zwei Dinger. Mhm. Ist so ein Schokokeks drin und Schokoladencreme dazwischen. Seht ihr, glaube ich, ganz leicht hier so ein bisschen der Unterschied hier so. Da sieht man ganz leicht den Unterschied. Ich vor allem, ich packe eigentlich nur an die Seite dran. Hm? Hm? Hallo Motorrad. Mm. Schmeckt auch lecker. Ist nicht das. Wow. Schmeckt aber lecker. Jetzt haben wir hier noch eine Sache. Ach Gott, das ist auch noch so schwer. Oh mein Gott, wie geil. Dulce Flaminguitos. Das sieht einmal phänomenal geil aus. Und die sind fucking schwer. Ein Ding, also hier sind vier drin, also es sind insgesamt 220 Gramm. Ein Ding hat 55 Gramm, hat 255 Kalorien. Und ich dachte, ich futter das alles hier, so wie letztes Wochenende, Sonntag, an einem Tag auf. Ah. Nein, nein. So. Hier, eingepackt. Sieht lecker aus. Sieht nach purer Chemie, aber es sieht lecker aus, ich weiß auch nicht. Boah. Boah. Uppala. Boah, guckt euch das fette Teil an, ey.
Komm her. Geil. Oh, geil. Boah, Food Porn pur. Das Geile ist, hier drumherum hat so einen leichten Erdbeergeschmack, würde ich mal behaupten. Was da? Süßwarengebäck mit Sahne gefüllt. Aha. Keine Ahnung. Steht da nicht bei. Aber ich würde sagen, so ein bisschen Schokoladen. So, leichter Zuckerguss, so erdbeermäßig. Sehr, sehr lecker dazwischen. Richtig fluffig lecker. Also richtig fluffig gut. Gefällt mir. Mann, geil. Ich meine, ich hätte die Box jetzt schon ein paar Tage hier stehen. Seit, ich glaube, Freitag kam sie an. Und holy fuck, diese Box ist in Summe richtig gut. Es war ja manchmal immer was dabei, wo ich gesagt habe, nee. Das Schlechteste, was ich hier rausziehen wollen würde, ist das hier. Und das hier war schon ganz gut. Die Chips sind lecker. Die Dinger sind echt lecker. Hier, die Malteser Schokolade ist eh richtig gut. Die Cadbury sind geil. Die hier sind auch... Okay, das ist auch noch so eins. Ja, ist okay. Und die hier. Boah, geil. Ich bin gerade voll im Food-Porn-Himmel. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich werde mir gleich Videos angucken. Ich werde den Sonntagabend noch ausläuten lassen jetzt. Und werde hier noch futtern. Das ist total geil. Ich liebe Cheat-Days. Ich meine, ich habe abgenommen die letzten Wochen. Aber ich liebe Cheat-Days. Ein Cheat-Day. Ja. Völliger begeisterter Yeti hier. Ich bedanke mich jedenfalls vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr selber eine Fanasche die Weltbox holen wollt, wie gesagt, es hat 20 Euro gekostet, glaube ich. Genau, 20 Euro ohne Versand. Also Versand Versand kostenfrei. 20 Euro jeden Monat. Man kann auch pausieren. Pipapo. Es gibt zwei Variationen mit 5 bis 6 und 7 bis 8 Sachen. Wie viel hatten wir hier drin? 1, 4, 5, 6. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen und 8 richtig große Sachen. Das Ding war ja hier bis zum Bersten gefüllt, sage ich mal. Und richtig lecker. Richtig lecker. Also eigentlich alles. Also. Könnt ihr gerne, Videobeschreibung, gibt es einen Link dazu. Ich werde nicht gesponsert. Liebes Vernasch, die Weltbox, ich würde gerne, also, wenn ihr wollt. Naja, ist ja wurscht, ich hol's mir auch so. Wie dem auch sei, holt euch das gerne. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und ich hoffe, es leckte gerade so ein bisschen, egal. Ja, ich freue mich jetzt weiter essen zu können. Ihr könnt euch auch gerne auch mal was holen oder gönnt euch auch was. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder guten Hunger. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Let's Eat oder whatever you know. Macht's gut. Euer Raketen-Idee. Ciao.